Herzlich willkommen. Ich stelle natürlich immer die Frage, was ist Kabarett und was ist Politik? Und ich kann nur sagen, Politik erzählt nicht die Wahrheit, das Kabarett schon. Manchmal ist es natürlich lustig, vielmehr ein Trauerspiel, so wie auch jetzt die neue Werbekampagne von eben Bundeskanzler Karl Nehammer, Glaube an Österreich. Ich möchte daraus zitieren und bin natürlich ob der Realitätsverkennung sehr betroffen, gerade. Ja, als Kommunikationswissenschaftlerin und Psychotherapeutin macht mir diese Realitätsverkennung Angst, weder ein Virus noch etwas anderes, sondern nur diese Politik. Wir stehen oder wir sind in einem Trümmerhaufen, der psychosozial als auch wirtschaftlich eben zu sehen ist. Und Herr Bundeskanzler spricht eben von Zuversicht. Natürlich denke ich, ist Zuversicht und Hoffnung so wichtig. Aber wenn wir uns die Zahlen ansehen, ich habe dazu auch ein Video gemacht, eben Satire, angelehnt an Peter Klien, wo er einen Spendenaufruf für Deutschland eben ja, sehr humorvoll darstellt, denke ich, braucht es auch einen Spendenaufruf für Österreich. Denn die Zahlen sind dramatisch, eben wie gesagt, psychosozial und wirtschaftlich. Dazu habe ich auch in diesem Video, das ich gerne verlinke, eben auch aufgezeigt, dass 8% der Unternehmen in Konkurs gehen, Tendenz steigend. Das war in Wien heute vor wenigen Tagen. Wenn wir uns natürlich die Zahlen anschauen, auch wie dramatisch die Situation ist für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch die Inflation und vieles mehr, ist das bizarr, grotesk und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, auch verrückt. Das schafft Pseudo-Realitäten, Pseudo-Wirklichkeiten, die natürlich wahnhaft anmuten. Wenn Menschen so eine Verkennung der Realität haben, dann ist es natürlich auch gefährlich, denn aus diesen falschen Erkenntnissen kommen natürlich auch fatale und irre Maßnahmen und Annahmen. Das heißt, es kommt zu einer Verrückung und natürlich auch durch diese nicht stimmigen Wirklichkeiten, wie die Realität nämlich aussieht und wie auch der Herr Bundespräsident und Herr eben Bundeskanzler die Realität darstellen. Dazu komme ich natürlich auch später. Ich möchte, bevor ich jetzt dann noch zu eben dem Video komme, ist es natürlich auch interessant, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, möchte ich auch daraus zitieren, und zwar, das im November erscheinen wird, aber ich möchte das vorweg schon einmal hier auch darlegen. Markus Krall hat das natürlich auch für Deutschland treffend analysiert, denn Deutschland und Österreich ist ja im Gleichschritt. Und vor allem steht vor dem Abgrund oder ist schon im freien Fall, wie auch Markus Krall hier wunderbar darstellt. Und es ist einfach wirklich unglaublich, wie Deutschen, aber natürlich auch Österreicher die Situation verkennen, schönreden und eben die Realität manipulieren. Ich zitiere jetzt Markus Krall: Lasset alle Hoffnungen fahren, denn wir gehen jetzt durch das schwarze Loch durch. Wir sind schon hinter dem Ereignishorizont. Keine Lichtgeschwindigkeit kann uns mehr herauskatapultieren. Wir gehen jetzt durch die ganz große Krise. Die Frage ist nur, wie kommen wir da wieder raus? Also raus geht es nur, indem wir da durchgehen. Es gibt keinen mathematischen Lösungsraum mehr, der das noch abwenden kann. Und der Grund dafür ist, dass wir hinter dem Ereignishorizont der wirtschaftlichen Katastrophe gerade verschwunden sind, ist der, dass wir eine Politikerklasse haben, die eben Grundkrankheit ist, dass die Politik an einem interessanten Phänomen leidet. Dieses interessante Phänomen, Sekunde, jetzt bin ich raufgerutscht. Dieses interessante Phänomen hat etwas mit Realitätsverweigerung zu tun in Kombination mit Anmaßung. Man kann sagen, die Dummheit und die Anmaßung, die stehen zur eben gemeinsamen Relation, zur Einsicht und zum Können und zum Wissen. Und dazu hat auch, zitiert er auch Ayn Rand, sie sagt, man ist frei, die Realität zu ignorieren. Man ist frei, seinen Verstand von jedem Fokus zu befreien und jeden Weg blind hinabzustolpern, den man möchte. Aber man ist nicht frei, also den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen, man sich weigert.
Ja, er sagt weiter, dass die Deutschen, ich sage dazu Anmerkung, auch die Österreicher eben längst schon in diesem Abgrund sind. Er sagt, die fallen schon den 10. Stock vorbei und sagen, alles gut gegangen bis hierher. So ist es mit der deutschen und europäischen Wirtschaft im Allgemeinen. Und diese Anmaßung des Wissens, die sich die Politik so angeeignet hat, die sehen wir an allen Fronten. Wie war? Dazu habe ich auch in meinem Kapitel dann Leugnung und Ignoranz sind ein explosives Gemisch. Ja, das heißt, wir sind hier in eine Welt der Pseudo-Wahrheit und Realität hineingeworfen, die sehr gefährlich ist, eben Wissenschaft und Realitätsverlust, Leugnung der Realität. So eben auch Herr Karl Nehammer, der eben gesagt, glaub an Österreich, wir sind besser aus der Krise hervorgegangen, als wir hineingegangen sind. Ich möchte dazu aber auch noch Präsident Alexander van der Bellen zitieren, der bei der Ansprache Salzburger Festspiele gesagt hat, wir befinden uns, Zitat, wir befinden uns in dieser Lage, weil ein Diktator es nicht ertragen kann, dass Menschen in individueller Freiheit und Unabhängigkeit leben können oder wollen. Dazu möchte ich natürlich auch anmerken, dass die letzten 3 Jahre der Herr Präsident offensichtlich geschlafen hat. Dazu auch meine Frage an, eben verlinke ich sehr gerne an Gundula Walterskirchen, sie ist Historikerin, die natürlich dazu auch eine treffende Aussage gemacht hat. Also das heißt, jemand anderer gefährdet unsere Demokratie. Menschen wurden aber weggesperrt, eingesperrt und von Menschenwürde ist hier überhaupt keine Rede. Er sagt weiters, auch Salzburger Festspiele, ich habe unlängst gesagt, dass in diesen dunklen Zeiten die Sterne Europas heller leuchten als je zuvor. Davon bin ich überzeugt. Diese Sterne sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Minderheitsrechte und Solidarität. Die Sterne werden uns trotz allem den Weg in eine blühende, gemeinsame, friedliche Zukunft weisen. Nun, also Zitat Ende, Präsident van der Bellen, Salzburger Festspiele 22. Also, das heißt, hier ist eine vollkommene Realitätsverkennung, das heißt, blühende Zukunft, 2 Wochen später sagt er zu Jugendlichen, Zähne zusammenbeißen. Also das sind sozusagen nicht stimmige Aussagen, verzerrte Wirklichkeiten und die machen Menschen Angst. Es ist aber auch ein Hohn, denn wenn so die Wirklichkeit verkannt wird, dann werden auch die Menschen nicht erkannt. Das heißt, Opfer werden im Stich gelassen, egal welcher Art, ob das jetzt Jugendliche oder Kinder sind, Erwachsene. Eben wie gesagt, 8% der Unternehmen gehen in Konkurs, eben habe ich auch in meinem Video gesagt, in der Satire. Das heißt, vor 2 Tagen, Wien heute, wurde das eben auch im Fernsehen gesagt, 8% der Unternehmen gehen in Konkurs, davon betroffen sind eben vor allem die Gastronomie, dann aber auch der Handel, aber auch die Bauwirtschaft. Das heißt, die bricht vollkommen ein. Und dann sprechen diese Menschen von einer blühenden Zukunft und das war auch schon letztes Jahr ersichtlich durch die Lockdowns und den dann Sanktionen, war das klar, da braucht man keine Glaskugel, dass das die Wirtschaft zerstören wird. Lockdowns und eben Sanktionen. Und dazu habe ich auch ein Video, das ich gerne verlinke, wo eben auch ein Finanzexperte, ein Professor eben genau das erklärt, warum die Lockdowns eben auch gewollt waren, damit sie eben auch die Industrie vernichten. Ja, also das heißt, es ist eine vollkommen verrückte Welt und es ist nicht mehr lustig. Ja, also wie gesagt, man könnte sagen, das ist eine gute Satire, aber es ist wirklich ein Trauerspiel, denn es sind Menschenleben gefährdet, so wie auch natürlich das Spitalsystem ausblutet. Jetzt auch ein Professor, ja, dazu auch ein Video gemacht, der eben ein Primar aus Graz eben auch gesagt hat, dass eben OPs verschoben werden, Kinder-OPs nicht möglich sind und eben auch Menschenleben gefährdet sind. Das ist unglaublich. Es ist ein Gemisch aus einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Ohnmacht, des Trauerns, was auch immer, was diese Politik seit 3 Jahren mit unserem Land eben angestellt hat. Und dazu möchte ich auch zitieren, eben Standard vor wenigen Tagen,
wie es um Kinder bestellt ist. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, möchte es aber hier hereinholen, weil ich zitiere nachher, glaube an Österreich und natürlich, wie verrückt diese Darstellung ist. Und dass natürlich Glaube an Österreich auch eine Analogie eben zu der Nachkriegszeit ist, zeigt ja auch die Bildsprache, sagte so viel, das kann ich als Kommunikationswissenschaftlerin, ich durfte auch bei Professor Wittuch, Peter Wittuch, der leider heuer verstorben ist, 4 Jahre an der Uni, sozusagen mit ihm die Studenten und Studenten, Studentinnen begleiten, habe auch bei Medien gearbeitet, auch kurz beim ORF. Das heißt, die Bildsprache, ja, ist unglaublich, ja. Also das heißt, er will mit diesem Video, glaube ich, in Österreich Zuversicht vermitteln und in Wirklichkeit die Botschaft, die transportiert wird, ist, dass sozusagen er sagt, ja, Österreich liegt in einem Trümmerhaufen. Und es stimmt, wir liegen in einem wirtschaftlichen und psychosozialen Trümmerhaufen und er sagt, glaubt an Österreich. Und dieser Vergleich zur Nachkriegszeit ist, der finde ich, meiner Meinung nach auch sehr geschmacklos. Aber er transportiert nämlich damit die Wahrheit und sagt eigentlich, wie es um Österreich bestellt wird. Leugnet aber vollkommen, was die letzten 3 Jahre passiert ist. Gräben zuschütten, aufarbeiten nicht notwendig, Schwamm drüber, wir haben alles bestens gemacht. Wie alles bestens gemacht worden ist, zeigt, wie gesagt, auch ein Artikel aus Standard Anfang September. Und zwar, heute denken 3-mal so viele Kinder und Jugendliche über Suizid nach wie noch vor wenigen Jahren, zeigen aktuelle Daten. Das ist in erster Linie natürlich dramatisch, aber auch alles andere als überraschend. Ganz im Gegenteil, der Anstieg der Suizide ist genau das, wovor eben Fachleute seit Jahren warnen. Dazu merke ich auch an, habe ich 22 eben auch ein Video gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe und auch Dr. Skala, Katrin Skala, zitiert die auch bei Servus TV gesagt hat, dass die 3 Jahre ein Corona-Regime waren, Kinder schwerst gefährdet sind, mindestens 5 Milliarden Euro gebraucht werden, damit das aufgefangen werden kann. Auch Dr. Plehner, AKH Wien Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie hat das auch gesagt. Das heißt, beide haben gesagt, das ist ein Tsunami, sie brauchen Geld. Bekommen haben sie, glaube ich, damals um die 13 Millionen, es bräuchten aber mehrere Milliarden. Das heißt, man macht das Kind kaputt, sperrt sie weg, macht sie zu Gefährdern der Nation, impft ihnen Schuld und Verantwortung ein, missbraucht sie und dann gibt es nicht einmal noch Geld. Aber das ist fahrlässig. Man soll Kinder schützen, also, und nicht eben einen Schutz vor Kindern aufbauen. Ja, also anstatt Kinderschutz gab es einen Schutz vor Kindern, die eben Ratten waren und gemeingefährlich. Das ist unglaublich. Und dann geht der Herr Nehammer drüber hinweg und der Herr Bundespräsident und sagen, ja, sie sehen eine blühende Zukunft voraus. Es ist unglaublich. Ich bin sprachlos. Eben, wie gesagt, Zitat auch hier weiter. Denn man kann sich bei dem Thema nicht einmal darauf herausreden, dass es wie so oft in Österreich zu wenig Zahlen gäbe. Psychische Probleme und Suizide sind hierzulande vergleichsweise gut dokumentiert. Man kennt die Risikofaktoren seit Jahren und weiß auch, wie man Betroffenen helfen könnte, Prävention endlich ernst nehmen. Ja? Das könnte schon in der Schule beginnen. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind eine besonders niederschwellige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Von einer Aufstockung würden alle Schüler und Schülerinnen profitieren, ganz besonders jene aus Familien, in denen mentale Gesundheit ein Tabu ist, aber davon ist aktuell noch keine Rede. Auf eine Schulpsychologin, bitte hinhören, kommen im Moment mehrere tausend Kinder und Jugendliche, das kann sich eben nicht ausgehen. Anmerkung, das kann ich bestätigen, ich habe auch in Schulen eben Mobbingopfer eben betreut und da war eben alle 4 Monate ein Termin, also es ist unglaublich und Direktoren haben weggehört, also was da passiert, ist echt fahrlässig. Das ist echt fahrlässig. Es gibt keine Lehrer. Jedes Jahr immer das gleiche Trauerspiel, als würde man dann überrascht sein, oh Gott, es gibt keine Lehrer. Genauso gibt es auch kein Personal an Spitälern. Die wurden weggemobbt, ausgebeutet. Milliarden für Lockdowns rausgeschmissen. Das Sozialsystem bricht zusammen, das Gesundheitssystem.
Und dann spricht Herr Nehammer eben von Glaub an Österreich. Es ist so bizarr und grotesk, dass einem nur wirklich schlecht wird. Und dann steht weiter, Zitat, Verantwortliche wissen das, aber anstatt zu handeln, schauen sie lieber Jahr für Jahr schweigend zu, wie sich die Situation verschlechtert und zugleich sich einmal jährlich anlässlich der und zeigen sich einmal jährlich anlässlich der dramatischen Zahlen ganz betroffen. Genau. Sie zeigen sich ja bei Pressekonferenzen oder dann bei Salzburger Festspielen, hebt man halt den moralischen Zeigefinger, schläft aber die ganze Zeit. Wie gesagt, schaut über den Horizont und blickt hinüber und sieht eine kleine Welle sich kräuseln, aber man greift in die Tagespolitik nicht ein, denn man hätte Besseres zu tun. Bei dieser kleinen Welle im Mai 22, als der Präsident das gesagt hat, war schon Krieg, Inflation und Not und man schaut halt ein bisschen zu. Ja, so schaut man zu, wie das Land Österreich gegen die Wand fährt und ein Trümmerhaufen, ein Trauerspiel wird, genauso wie in Deutschland. Und mehr ist nicht zu sagen, jetzt aber zum Video. Die Anspielung auf eben, wie gesagt, den ehemaligen Außenminister und ehemaligen Bundeskanzler Leopold Figl finde ich geschmacklos, aber zeigt in der Bildsprache genau das analog, wie es den Österreichern jetzt auch geht, nämlich sie stehen vor einem Trümmerhaufen der wirtschaftlichen und sozialen eben Existenz. Kinderarmut steigt, wie gesagt, ja, Kinder sind schwerst betroffen und so weiter. Unternehmen schließen. Also Energiekrise, Teuerung und Krieg in Europa, dass wir schon durch die, also Zitat jetzt eben das Glaube an Österreich, Energiekrise sagt eben Karl Nehammer, Teuerung und Krieg in Europa, dass wir schon durch die Pandemie viel stärker hervorgegangen sind, als man es uns zugetraut hat. Wie gesagt, Anmerkung, Realitätsverlust, Verleugnung, das ist übrigens ein ganz gefährlicher eben Abwehrmechanismus, wenn man Tatsachen leugnet. Das ist ungefähr, wenn jemand am Boden liegt, Hilfe braucht und ich steige drüber und sage, oh, da ist niemand. Ja? Also das ist unterlassene Hilfeleistung und eben gemeingefährlich. Oder man fährt volltrunken durch die Gegend und sagt, oh, super, das ist erlaubt. Also das heißt, wir sind schon durch die Pandemie viel stärker durchgegangen, als man es uns zugetraut hat, weil die Menschen in diesem Land großartig sind und wir werden auch durch die Teuerung, Inflation und diesen Krieg gut durchkommen. Also Anmerkung, Zuversicht ist wunderbar. Allerdings ist diese Zuversicht, wie gesagt, meiner Meinung nach fahrlässig, weil das würde ungefähr so sein, als, wie gesagt, wenn jemand volltrunken mit dem Auto fährt und sagt, super, ich schaffe das noch, um die Ecke zu kommen. Und nimmt aber dann fahrlässig natürlich viele Menschen mit und tötet sie. Also das ist für mich eine Metapher, die hier treffend passt. Weiter im Text, das Beste ist natürlich, dass wir das überwunden haben und mit negativer Stimmung, meint er, kann man eben keine Krise überwinden. Am besten ist lustig, tralala, Gräben zuschütten und weiterfahren. Weiters im Text, damals waren die Menschen noch viel verzweifelter. Damals waren die Menschen noch viel verzweifelter, also er vergleicht sozusagen die Nachkriegszeit mit der jetzigen. Ja gut, ich meine ganz ehrlich, ich meine allein dieser Vergleich ist einfach eine Zumutung, ja, eine menschliche. Aber wenn er schon vergleicht, natürlich, wenn man das mit damals vergleicht, ist Österreich natürlich jetzt besser dran. Nur wenn man Österreich vor 3 Jahren vergleicht, dann sind wir, wie gesagt, ein wirtschaftlicher und psychosozialer Trümmerhaufen. Weiters im Text. Damals hatten sie nichts, wie gut, wie groß ist Österreich geworden. Ach, du schönes und vielgeliebtes Österreich, vielgeprüftes Österreich, sagt ja auch Van der Bellen. Weiters im Text in Frage der Lebensqualität, des sozialen Wohlstandes. Also ich merke hier noch einmal an, sozialer Wohlstand, es kollabiert das Sozialsystem, das Wirtschaftssystem, es kollabiert das Gesundheitssystem, also die Spitäler. Wie gesagt, dazu habe ich auch ein Video gemacht, nochmal gesagt, wo ein Primar aus Graz eben sagt, dass Operationen verschoben werden, dass es zu wenig Personal gibt, dass sogar Kinder auf Operationen warten müssen und das gefährlich ist, weil sie auswachsen, Krebspatienten nicht behandelt werden konnten oder operiert werden konnten. Das ist ein Drama und das ist unglaublich, dass man da noch sagt, eben, dass das Sozialsystem gut sei. Auch eben, wie gesagt, das Schulsystem ist ein Albtraum. Jedes Jahr gibt es keine Lehrer, alle sind überfordert, stehen unter Druck, sind psychisch krank, aber ist alles wunderbar in Ordnung. Ja?
Weiters im Text, das Bildungssystem führt da auch noch an, also alles wunderbar, Kultur, Industrie. Wenn ich auf der Welt unterwegs bin, sagt er, bin ich beeindruckt der Exzellenz österreichischer Unternehmen und Betriebe und in welch großartiger Landschaft wir leben dürfen, wenn ich an die Bäuerinnen und Bauern denke und deswegen glaube ich an dieses Österreich. Anmerkung, die Landschaft wird durch Windräder und Solaranlagen eben zerstört, weil die Windräder, abgesehen davon, dass sie die Mongolei eben verpesten, in der Herstellung höchst giftig sind, damit wir grüne Energie haben können und auch Lithium natürlich, Batterien wohlweislich, da tanzt ja auch der Kobold, wie wir aus Deutschland wissen. Aber im Grunde genommen ist ja alleine die Windräder zerstören eben das Landschaftsbild, das ist nicht mehr naturpur, das ist eine Zerstörung der Landwirtschaft, der Natur, pardon, aber alles zusammen natürlich auch, stehen mittlerweile in Niederösterreich und Burgenland, kann man gar nicht mehr durchfahren, über tausende Windräder, natürlich wird das noch steigen. Das heißt, Menschen, die in der Umgebung leben, nachweislich auch Schlafstörungen haben und natürlich der Anblick einfach ein grauenvoller ist. Aber gut, wunderschönes Land Österreich. Natürlich ist das Land wunderschön, aber die Regierung hat es 3 Jahre zerstört. Er sagt weiter, es kommt vom Herzen und ich glaube felsenfest daran. Zitat Ende. Viel hat er gesagt, ich kann euch nichts geben und ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich. Es ist unglaublich, diesen Vergleich zu ziehen. Es ist geschmacklos, kann ich nur sagen. Nach dem Motto, wie Karl Nehammer es darstellt, wunderbar haben wir das gemacht, nach dem Motto OP gelungen, Patient tot, sind wir natürlich aus der Krise unter Anführungszeichen besser herausgegangen, als wir hineingegangen sind. Wie gesagt, 8% Unternehmen sperren, wie auch jetzt im Fernsehen vor wenigen Tagen habe ich dazu auch schon ein Video gemacht, eben auch Wien heute ORF gesagt hat. Das heißt, Bauindustrie, natürlich der Handel und die Gastro sperren zu, aber das war schon seit den Lockdowns, so wie ich schon Video gemacht, 2022, wo ich gesagt habe, die Lockdowns werden die Wirtschaft zerstören. Ich bin keine Expertin, aber das ist ein logischer Menschenverstand, da brauche ich auch keine Glaskugel, sondern nur Menschlichkeit und Empathie und dass Schulschließungen und Masken Kinder gefährden und auch natürlich ja, psychisch krank machen, braucht man auch kein Experte sein, da braucht es nur Logik, Menschenverstand und vor allem Menschlichkeit. Es wurde ein Krieg eben gegen die Menschen geführt und nicht gegen das Virus. Und jetzt zitiere ich abschließend auch noch Salzburger Festspiele 22, wie gesagt, auch Präsident van der Bellen. Unser schönes, viel geliebtes, viel geprüftes, eben Österreich, habe ich schon gesagt. Und dass, wenn wir so weitermachen, die Demokratie gefährdet ist. Und dass er eben, wie gesagt hat, dass die Sterne heller leuchten denn je und er sieht eine friedliche Zukunft. Meine Lieben, das ist wieder ein Statement. Es ist ein Trauerspiel, leider keine Satire, es ist Wahrheit. Und ich weiß nicht, was passieren muss, dass endlich, ich sage mal, die Menschen aufwachen, denn auch wir sind in der Verantwortung, ob wir uns das weiter zumuten. Wir müssen es noch mindestens ein halbes Jahr aushalten. Aber im Grunde genommen ist die Aufklärung so wichtig, deswegen mache ich auch die Videos. Ich würde viel lieber Videos machen zu positiven Themen. Ich bin ja auch Traumatherapeutin, das heißt eben Ressourcen aufzubauen. Aber die Erkenntnis ist der wesentliche und wichtige Teil, eben auch zu verstehen, zu begreifen, die Dynamik zu erkennen, diese Manipulationen zu erkennen. Aber mittlerweile glaube ich nämlich, dass diese Parteien nicht in dem Sinne manipulieren, sondern sie glauben es wirklich, denn jeder Werbeprofi müsste diese Parteien informieren und sagen, bitte, das kann man nicht so senden, das wird zur Lachnummer oder man macht sich selbst lächerlich, aber offensichtlich sind diese Menschen, die in sozusagen dieser Blase oder um dieser Parteien sind, da gehören natürlich offensichtlich auch die Werbeunternehmen dazu, so geblendet, so verblendet oder schon so gehirngewaschen, dass sie an das, was sie eben auch hier verbreiten, offensichtlich glauben und meilenweit von der Realität weg sind, was nicht verwunderlich ist, denn sie bekommen zwischen 25.000 Euro brutto. Das heißt, ihre Kinder sind natürlich wohl beducht, seien ihnen vergönnt, aber es hat nichts mit der Realität zu tun.
von Menschen, die hart arbeiten, die nicht mehr wissen, wie sie sich das Leben finanzieren sollen, jeden Cent umdrehen müssen, die Kinderarmut groß ist. Wie gesagt, das Sozialsystem und Bildungssystem kollabiert und vor allem das Spitalwesen. Und dann stehen alle da und blicken über den Horizont und sagen, wir sehen eine blühende Zukunft voraus und wir brauchen Optimismus und eben ja, Zuversicht. Also für mich schaut Zuversicht anders aus. Zuversicht ist nämlich Wahrheit, Courage und Mut und nicht Leugnung, Verleugnung und Gräben zuschütten. Alles, alles Liebe.